vorbereitet und in Wasser eingelegt, im kalten Wasser. So, dann brauchen wir Hack. Und zwar habe ich hier Rinderhack. Dann eine große Zwiebel oder zwei mittlere. Zwei Spitzpaprika. Dann brauchen wir noch drei Tomaten. So, ich habe hier, die dunklen sind für die Soße. Die sind auch ein bisschen weicher. Ich lasse einige Tomaten warten, damit ich diese Tomaten, weichen Tomaten zum Essen verwenden kann. Und dann brauche ich noch eine, also was man so für Salate verwendet, eine härtere Tomate. Das ist für die Deko ganz wichtig. So, dann brauchen wir noch Knoblauchzehe. Hier habe ich eine große oder zwei Knoblauchzehen, die kleiner sind. Salz, Piment, Pfeffer, Petersilie, frische Petersilie. Und halben, Bohnen. Ich mache erstmal die Soße. Und zwar brauchen wir dafür das Hackfleisch. Dann habe ich die zwei weichen Tomaten püriert. Dann habe ich die Zwiebel hier in kleine Stücke geschnitten. Und die Spitzpaprika auch in kleine Stücke geschnitten. Und noch Knoblauchzehen gehackt. Und dafür die Soße brauche ich noch Salz und Piment. So, jetzt fange ich mit der Soße an. So, dafür brauche ich eine Pfanne, die habe ich schon ein bisschen heiß gemacht und bei den Zutaten habe ich vergessen, Olivenöl aufzuzählen. Es wird natürlich hier die Soße vorbereitet mit Olivenöl. 2 bis 3 Esslöffel Olivenöl brauchen wir etwa und dann kommen auch schon die Zwiebeln rein. Glasig geworden sind, kommt schon das Hackfleisch rein. Das Hackfleisch wird jetzt hier mitbraten und ab und zu hin und her wenden und dann noch mit der Rückseite des Löffels so ein bisschen drücken, damit es sich auflöst im Fett. Das mache ich alles auf hoher Temperatur. So, jetzt seht ihr, es ist schon mitgebraten, nicht zu viel braten. Es kommt hier noch in den Ofen. Oder in meinen Backgrill. Ich mache das hier immer mit meinem Grill. So. Und dann die Paprika auch mit braten. So, wenn die Paprika auch ein wenig mitgebraten ist, die Knoblauchzehen mit reingeben, die wir ja gehackt haben. Kurz schwenken. Dann die Gewürze, Piment und Salz. Beim Salz aufpassen, noch nicht alles hineinlegen. So, dann noch ein paar Mal wenden, nach den Knoblauchs, auch jetzt die Tomatensoße hineinlegen. Die gebe ich erstmal hinein, bevor ich die Blätter hineingebe. Die sollen ein bisschen mitköcheln, damit man nicht so viel verschwendet in der Küche und sozusagen vieles verwendet, alles verwendet, nicht so viel wegschmeißt. Sollte man die Stängel von Petersilie und Dill benutzen zum Kochen. Das gibt auch viel Geschmack und Vitamine. Das so ein bisschen noch köcheln lassen und dann einfach ausmachen. So, das wäre so ein bisschen fertig. So, wenn es nicht mehr köchelt, einfach das Grünzeug hineingeben. Dill und Petersilie, frische Petersilie. Jetzt darf es nicht mehr köcheln, ne? Muss einfach ausgemacht werden.
Ende noch ein bisschen Pfeffer dazu geben. Damit das schön abgerundet ist. Wir können auch Pulver dazu nehmen, aber ich nehme gerne so frisch gemahlenen und dann nochmal umrühren. Und fertig ist jetzt unsere Soße. Dann nehmt ihr einfach eine Ofenform. Ich habe hier die Form von meinem Grill, also das ist wirklich sehr praktisch. Das ist auch also Grill und Backautomat zugleich. Wenn ihr sowas habt, geht es natürlich praktischer, finde ich. Da kommt jetzt erstmal unten wieder Olivenöl rein. Dann verteile ich das so in dieser Form. So, und dann kommen die Kartoffeln, die ich jetzt aus dem Wasser genommen habe und getrocknet habe, mache ich dann. Hinein, so in dieser Form. So, dann habe ich schon mal hier diese Schicht. Und wenn ich eine Schicht gemacht habe, kommt jetzt die Soße einfach auf diese Schicht. Normalerweise könnt ihr eine Schicht nehmen, wenn die Kartoffeln ein bisschen weniger sind. Bei mir waren sie jetzt mehr. Und darauf kommen dann die Tomaten. Aber da ich eben mehr Kartoffeln habe, mache ich zwei Schichten. Das kann man auch machen. Da kommt die Soße zuerst und dann mache ich noch eine zweite Schicht Kartoffeln. Dann kommt noch eine Schicht Soße. Die ist jetzt dünner. Jetzt kommen die Tomaten, die ich geschnitten habe, da drauf. So. Genau. Also eine Tomate als Schicht hat nicht gereicht. Ich habe noch eine Tomate genommen. Also eigentlich braucht man dann, wenn man mehr Kartoffeln nimmt, eigentlich braucht man, glaube ich, vier Tomaten. Also zwei Tomaten habe ich dann jetzt noch geschnitten. So. Das ganze Essen habe ich jetzt so ein bisschen gesalzen oben drauf. So bei der Aufzählung war es dabei, aber ich habe vergessen zu erwähnen, kommt noch die Milch. Das ist nicht nur Milch, sondern mit Wasser gemischt. Hälfte Wasser, Hälfte Milch. Kommt auf die Menge der Kartoffeln an. Also wenn ihr kleinere Kartoffeln habt, dann reichen, also weniger Kartoffeln habt, reichen 200 Milliliter. Ich habe hier ungefähr 250 bis 300 Milliliter. Das ist ungefähr so ein großes Glas Wasser. So, und ich verwende, wo ich die Soße gemacht habe, die gleiche Pfanne, damit der Geschmack auch nochmal hier in die Soße reingeht. Da habe ich ja auch noch ein bisschen von der Soße übrig. Das mische ich mal kurz. Genau, da geht jetzt der ganze Geschmack hinein. Das lasse ich jetzt so ein bisschen aufköcheln. Ich habe hier so einen Multigrill. Das ist also wirklich sehr praktisch, weil die Kasserole ist wie im Backofen so eine Form und da kann man auch was man alles im Backofen macht, kann man auch da drin machen. Das ist die Form von diesem Grill gewesen, da seht ihr das. Das kann man auch abnehmen und als Grill benutzen. So, ich habe jetzt die Temperatur auf die mittlere Stufe gesetzt bei diesem Grill und dann habe ich einfach die Form da reingesetzt. Jetzt habe ich ja die Soße, also das Wasser mit der Milch aufgekocht. Ne? Das ist ganz wichtig, dass es kocht. Dann kommt die heiße Soße jetzt da drauf. Einfach. So. Und dann soll das einfach zusammen köcheln. Wichtig ist, wenn ihr das im Backofen macht, also nicht so eine, so einen Grill habt, weil ich kann hier meinen Grill zumachen und dann entweicht auch kein Dampf hier, sodass man hier einfach bei diesen Multigrills auch einfach weniger Wasser braucht.
Wenn ihr aber diese Kartoffeln mit Hack im Ofen machen wollt, dann braucht ihr ein bisschen mehr Wasser. Ja, also nach 20 Minuten gucke ich mal. Wow, sehr schön sieht das aus. Mal gucken, ob die Kartoffel weich gekocht ist. Wenn ja, probieren. Dann sofort ausmachen. So, und dann kann man auch schon servieren. Bisschen abkühlen lassen. So, und dann hole ich mal sowas raus für euch, damit ihr das mal seht. Da ist also auch schön die Soße, also das Wasser. Das muss dann auch mit. Und dann kann man das wunderbar essen. Wir essen das mit Brot. Dazu gibt es heute noch einen Salat. Und das ist ein super Mittagessen, finden wir. Aber natürlich, selbstverständlich könnt ihr das auch variieren mit, wenn ihr das irgendwie als Beilage essen wollt, mit Reis oder sowas. Aber das ist eigentlich unüblich. Normalerweise sind ja Kohlenhydrate dabei. Die Kartoffeln, die reichen eigentlich völlig aus. Und weil es eben auch mit Soße ist, also so ein bisschen flüssige Flüssigkeit drin ist, essen wir das auch ganz gerne mit Brot. So werde ich jetzt ein bisschen probieren. Ein bisschen tupfen mit dem Brot. So isst man das traditionell. Oh, super. Richtig frisch. Das Fleisch schmeckt überhaupt nicht schwer. Durch die frischen Zutaten super frisch. Und die Kartoffel schmeckt auch wirklich, also die Soße ist in die Kartoffel hineingegangen, sodass die Kartoffel auch Geschmack hat. Einige Worte noch zu den Kartoffeln. Wichtig ist, dass ihr in diesem Fall entweder Bio-Kartoffeln benutzt oder richtig, also gute Kartoffeln, weil die haben ja auch eigentlich Geschmack, wenn die Kartoffeln gut sind. Und da würde ich wirklich auf den Markt gehen oder zum Bioladen. Denn dann schmeckt wirklich dieses Gericht auch super. Es ist ein super leichtes Gericht, super Mittagessen, finde ich. Das habe ich jetzt zu Mittag gemacht für meine Familie. Und ich hoffe, dass ihr das ja vielleicht auch mal nachmacht und probiert. Ihr könnt auch ganz gerne noch ein bisschen Schärfe reinmachen. Das habe ich jetzt bei diesem Rezept nicht gemacht. Normalerweise machen wir auch ein bisschen Chili-Pulver rein. Es gibt noch ein bisschen interessante Note dazu. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr das mal probieren, auch mit Chili. So, ansonsten wünsche ich euch guten Appetit, wenn ihr das Rezept mal ausprobiert, und bis zu meinem nächsten Rezept.